Petra. Was ist das denn für ein Name? Ich weiß hier gerade gar nicht, was ich sagen soll. Lassen wir es einfach mal. Und eigentlich auch wegen, ach, hier ist wieder Scott. Hallo Scott. Du komischer Typ. Im Anime ist er ja eigentlich auch mal vorgekommen. Da war der aber irgendwie nochmal seltsamer. Und irgendwie war der da auch ziemlich fett. Hier sieht er gar nicht so dick aus. Aber kennst du dich relativ gut mit Pokémon aus, kann das sein? Gut, ich spiele seit... Wann ist Pokémon Vollrot rausgekommen? 2004. Also ich spiele seit 2004. Pokémon, ja. Und seitdem habe ich auch jedes Pokémon gespielt. Also so gut wie. Ich habe alle Pokémon, also... Ja. Vollrot war mein erstes. Danach Pokémon Smaragd, Diamant. Also gut, ich habe mir Perl damals geholt. Platin habe ich gespielt. Ich habe alle Ranger-Teile gespielt. Ich habe alle Mystery Dungeon-Teile gespielt, die bei uns in Deutschland erschienen sind. Also bis auf dieses Wii Mystery Dungeon, was ja nur in Japan, glaube ich, erschienen ist. Und ein paar Spin-Off-Sachen habe ich nicht gespielt, muss ich sagen. Also beispielsweise dieses Pokémon Pinball oder so. Leider auch die GameCube-Teile nicht. Also Pokémon Stadium oder XD habe ich leider nie gespielt, weil ich die Konsole damals eben nicht besessen habe. Müsste ich eventuell mal nachholen. Über Emulator geht das ja. Von daher wäre das, denke ich, mal machbar. Ja, ansonsten, die ganzen 3DS-Teile habe ich gespielt. Ich habe die fünfte Generation. Pokémon XD brauchst du nicht. Gut. Das war... Oder was war... Das war doch, glaube ich, das mit den Krypto-Pokémon da und diesen Afro-Typen da. Oder war das das andere? Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, das war das. Gut, ich habe dazu mal ein Let's Play gesehen von einem YouTuber, den ich eben selber verfolge, aber ja, es war okay, die Story und so war okay, aber das Kampfsystem und so fand ich jetzt nur weil ich gestern XD gespielt habe. Also das war auf euch bezogen, okay? Ja, also ich fand's okay, es ist jetzt vielleicht nicht das beste Pokémon-Spiel, aber von der Idee her ist es ja mal was ganz Nettes, aber... Ja, ist vielleicht mal was für nebenbei, mal was ganz Nettes, aber ich denke mal, jetzt unbedingt spielen muss ich es auch nicht. Einmal gesehen reicht mir, denke ich mal. So, den Trainer hier machen wir platt und dann das Beste ist Smaragd. Ja, Smaragd. Ich fand schade, dass Omega Rubin Alpha Saphir nicht... ein paar Sachen aus Markt übernommen haben, beispielsweise die Kampfzone. Die war echt nice. Also das war echt schade, dass die... Hast du auch schon Ultra Sun und Moon gespielt? Ich bin gerade dran an Pokémon Sonne. An Ultra Sonne. Normale Sonne habe ich schon durchgespielt, ja. Und an Ultra Sonne bin ich so sehr dran. Da bin ich jetzt auf der dritten Insel. Ist bisher ganz nett. Ob es noch großartige Änderungen gibt im Vergleich zu dem Vorgänger, also Pokémon Sonne und Mond. Ja, werden wir mal sehen. Ich weiß, so ein paar Sachen sollen sich ändern. Aber ja, ich werde es ja sehen. Müssen mal wieder weiterspielen. Ich habe jetzt... paar Tage lang nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war am Wochenende. Letztes Wochenende war das letzte Mal, glaube ich, dass ich gespielt habe. Von daher... müsste ich mal wieder machen. Die Zeit fehlt leider. Scheiß Arbeit, ey. So, Pokémon fangen. Die Pokémon sind hier nicht so auf einem hohen Level, da ist es keine gute Idee, jetzt ein starkes Pokémon zu wählen. Also Macholo zum Schwächen ist, denke ich mal, nicht so gut. Aber wir haben jetzt auch nicht gerade allzu viele Pokémon, die wir zum Fangen nutzen können. Das ist das Doofe.
Hab nur gehört, dass größtenteils vieles gleich geblieben ist, deswegen vielen Dank für den Follow. Hatte ich noch keine Reiz dazu, es zu holen. Ja, bisher allzu viel hat sich auch wirklich nicht geändert. Entschuldigung. Allzu viel hat sich wirklich nicht geändert. Also bis Stand dritte Insel. Es gibt ein paar, also dieses Ultra-Forscher-Team. Oh, ein Schneckmark. Ja gut. Kann Schneckmark schon eine Feuerattacke, ist gerade die Frage. Ich will es nicht riskieren und mal ein anderes Pokémon. Scheiße. Ja, ja, ein anderes Pokémon. Ne, ne, ne. Toll, scheiße. Ich muss mal Holo reinschicken. Also dieses Ultra-Forscher-Team ist neu dazugekommen. Da gibt es also jetzt ein paar neue Dialoge. Ansonsten, natürlich werden wir vergiftet. Soll ich es riskieren und es schwächen? Das ist jetzt das Problem. Ich werfe mal eine Superball und mal schauen, was passiert. Also ein paar Sachen haben sich geändert. Auch die Kämpfe gegen die Dialoge ist so ein Stichwort in dem Spiel, ich weiß. Die Bosskämpfe, sagen wir es mal, ich weiß gar kaum gar nicht mehr auf den Namen, eben diese Herrscher-Pokémon. Ich glaube, ich werde jetzt echt nicht drum herumkommen. Erstmal muss ich mal Holo wieder heilen. Also die Dialoge sind alle gleich geblieben, also von der Länge her, leider. Die ganzen NPCs sind immer noch so nervig wie früher, das ist auch noch dazu. Also Tali ist immer noch so nervig wie eh und je. So, warte mal, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Ich will auch nicht tauschen, ich will Bericht. Fußkrieg tritt der massigen Gegner mehr Schaden zufügt. Gute Möglichkeit. Okay, ich glaube, ich werde mal... Ich habe keine andere Wahl, ich muss mal Fußkrieg einsetzen. Das war klar. Shit. Shit. Encounter verloren. Ach man, was soll's. Wäre zwar schön gewesen, das Schneckmark zu haben, aber was soll man machen? Ja, ich muss mal kurz was trinken. Erstmal schön Energy gönnen, ne? Mhm. Irgendwie muss man ja wach bleiben manchmal. Wenn man seit heute Morgen früh auf den Beinen ist, da braucht man ab und zu auch mal einen kleinen Energy. Ja, die NPCs sind immer noch so nervig wie eh und je. Muss sagen, nachdem XY und Alpha Omega mich total überzeugt haben, waren Sun Moon echt enttäuschend. Ja, Ansichtssache. Ich fand's okay. Also, an sich war... Also, das Spiel hat deutlich Potenzial verschenkt, teilweise. Weil einfach einiges... gab einige ultra-nervige Sachen. Einerseits, weil man eben ständig von Dialog zu Dialog gelaufen ist. Man also beispielsweise... Ja, du hast eigentlich immer nur das Gefühl gehabt, ja, du hast jetzt einen Dialog, eine Zwischensequenz, wo du kaum was machen konntest, okay. Du läufst dann wieder weiter, fünf Meter weiter, hast du wieder einen Dialog, der erstmal eine Stunde dauert. Das war schon mal eine Sache, die mich übelst genervt hatte. Dann ein paar NPCs, Tali beispielsweise und, ja, eigentlich nur Tali. Der war der allernervigste von allen. Dann fand ich, ja, Team Skull war eigentlich ganz cool. War eigentlich mal eine lustige Sache, dass die das an sich Bösewichtsteam einfach mal so war, wie es eben war. Das fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Also Team Skull habe ich eigentlich ganz cool gefunden.
Die Aether Foundation, gut, es war irgendwo klar, dass die keine guten waren. Muss ich so dazu sagen. Also spätestens als Samantha dann in der Aether Foundation dieses böse Grinsen hatte und so, da hatte man dort direkt schon die Vermutung gehabt. Jo, die ist böse. Okay. Da steckt doch irgendwas dahinter. Also, Pokémon... Beim Mystery Dungeon finde ich das besser mit den Plot Twists. Bei den Hauptteilen, da hat man eigentlich immer direkt raus, okay, der muss böse sein, dann ist er es auch am Ende. Bei den Mystery Dungeon Teilen, da hatte ich schon ab und zu mal so einen kleinen Plot Twist gehabt. Also beispielsweise bei PMD... Also eigentlich allgemein auch in Teil 1 und 2. Das Pokémon... Na gut, eigentlich in jedem Teil, ne? Man hat immer ein Pokémon, das entweder erst gut war oder dann später böse war oder erst gut war und dann wieder böse. Also eben andersherum, dass Pokémon, die böse waren, am Ende wieder gut waren. Das hatte man dann schon ab und zu irgendwann drin. Also man war einfach nicht mehr geflasht, also... Man wusste so in etwa, was passiert. Bei den Hauptteilen. Aber allgemein finde ich, die neuen Teile haben eine schöne Story. Dafür einige Sachen, die einen einfach nur noch nerven. Das finde ich jetzt bei den alten Teilen noch ganz gut. Weil hier ist ja mehr oder minder zwar auch Storytelling, aber nicht so intensiv jetzt beispielsweise in den neueren Teilen. Aber wenn ich die neueren Teile, also gerade X und Y, fand ich wirklich super. Auch wenn da ab und zu mal dieses ganze, ja, mit den Freunden von einem, also diese ganzen Leute, die einen als durch die Weltgeschichte hinterhergelaufen sind, die waren ab und zu auch schon mal nervig. Also allgemein fehlt es mir auch mal an einem richtigen Rivalen, so wie früher. Also Gary beispielsweise, der war mal ein richtiger Rivale. Nicht so wie die ganzen Neuen, die ja eigentlich nur Freunde von einem sind. Bei Mystery Dungeon fand ich die legendären Pokémon Fang immer am besten. Ja gut, die Kämpfe beispielsweise fand ich immer auch ganz cool. Und mein Lieblingsteil ist ja sowieso PMD Himmel. Also der Teil 2. Da PMD 2 ist für mich so oder so beste PMD von allen. Bisher hat es auch noch kein PMD geschafft, das zu toppen. Und ja, die Kämpfe sind immer ganz cool. Und bei Teil 1, die legendären Pokémon, die musste man ja dann immer nochmal nachträglich, nach der Story, nochmal aufsuchen. Um die dann eben als Freunde zu gewinnen. Wobei das auch ab und zu mal schon ganz schön nervig werden konnte, wenn die einfach nicht sich dir anschließen wollten. Das fand ich dann immer... Hatte der auch einen kleinen Stein? Weiß es gar nicht, ich probier's mal. Deine Sackgasse! Finde ich jetzt nicht so. Ja, die ganzen legendären Pokémon als Freunde zu rekrutieren, das war immer schon ein bisschen nervig mit der Zeit. Ich fand bei PMD 1 Jirachi saumäßig schwer zu bekommen. Gut, ich muss sagen, ich habe mich da nicht mehr wirklich mit den Legis auseinandergesetzt, ob ich die jetzt auf Freunde bekomme oder nicht. Was machen wir denn mal gegen Knilz? Nochmal Pudox. Also, ja, ich hatte am Ende ein Reptane meistens. Also ich war meistens Gengar und habe als Reptane gespielt, eben wegen PMD2 meistens. Wollte mich nicht mal entwickeln, ich wollte einfach, ja, als Anlehnung an PMD2, an das Reptane dort, wollte ich das eben immer bleiben. Und dann, wo man mit Level 1 starten muss und bis Ebene 100, ja, die Dungeons waren echt super. Ich glaube, bei Teil 2 hieß das ja Nullinsel
Oder der Verhängnisturm. Auch was Schönes. Das war ja so oder so die größte Herausforderung in dem Spiel. Die ganzen normalen Dungeons bis Level 100, also bis Ebene 100, die gingen ja sogar noch. Ich glaube bei war das Deoxys oder Mewtwo? In PMD1. Auf jeden Fall, ich glaube Deoxys oder beide, ich weiß es gar nicht mehr. Da musste man ja auch 100 Ebenen machen, bis man zu dem legendären Pokémon kam. Hatte immer einen Simsaler mit zweimal Teleporter. Ja. So, falls mal raus teleporten. So, warte mal, Luturzel war da gerade. Ich glaube, ich probiere einfach mal Bibor, warum nicht? Also, an diese ganzen Dungeons, wo man mit Level 1 rein muss und dann 100 Ebenen, die muss ich sogar sagen, habe ich gar nicht wirklich. Ja, gut, ich habe die Spiele eben immer als Kind früher gespielt. Yay, vergiftet. Und da habe ich mich irgendwann gar nicht dran getraut, diese Dungeons zu machen. Müsste ich mich vielleicht irgendwann auch mal wieder dran setzen, aber keine Zeit, keine Lust vielleicht, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht mache ich das irgendwann sogar mal, dass ich mir die Nullinsel oder den Verhängnisturm mal wage, vielleicht mal in einem Stream oder so. Gut, dafür bräuchte ich erstmal eine ROM oder so dafür, wo ich den Verhängnisturm eben machen kann. Aber gut. Spiel mir irgendwann mal PMD2 oder so im Stream. PMD1 habe ich ja schon auf YouTube gemacht, von daher. Wäre es ja noch eine Überlegung wert, irgendwann mal PMD2 zu machen. Wieso nicht auf Twitch? Warum denn nicht? Ah gut, erstmal steht hier Pokémon Smaragd an. Freitags ist ja noch nie Automata-Zeit. Ja, muss ich auch mal schauen. Na gut, konzentrieren wir uns lieber erstmal auf dieses Projekt, bis wir dann mit einem anderen Projekt weitermachen. Was dann nach Pokémon Smaragd kommt, werden wir dann sehen, wenn das Projekt zu Ende ist. So, Mahalo ist schon auf Level 14. Wunderbar. So, hier noch ein Item. Ein X-Spezial. Okay. So, der Metaflur-Tunnel. Da können wir uns ja auch noch ein Pokémon holen. In der Theorie. Ich würde mal sagen, Bibor mal nach vorne. Das ist ja nicht allzu stark. So, und was für einen Encounter bekommen wir? Ein ganz dunkles Kapitel der Pokémon-Geschichte. Pokémon Ranger. Welcher Ranger-Teil? Ein Samurzel. Ein echter Käfertrainer, oder? Irgendwie ja schon. Pokémon Ranger, oder meinst du Pokémon Ranger 2? Weil Teil 2 finde ich eigentlich ganz cool. Ich muss allgemein sagen, ich bin an sich scheiße. Okay, gut. Ist überlebt. Gut, mit Samurzel haben wir zumindest ein Pflanzen-Pokémon, das wir später zu einem Tengulist entwickeln könnten. Ein Tengulist ist, ja, zumindest mal kein Käfer, sondern eine Pflanze. Und Unlicht-Pokémon noch dazu. Ja, Pokémon Ranger, also die Ranger-Teile, muss ich sogar sagen, mag ich. Es hängt von Ästen und nimmt Nährstoffe auf. Nach dem Essen ist sein Körper so schwer, dass es sich einfach fallen lässt. Mit einem lauten Knall aufschlägt. Samurzel, erstmal kein Spitznamen, wie schon am Anfang gesagt. Wer Samurzel gerne sein möchte, kann sich dafür gerne bewerben und ich werde dann, wenn ich dann eben in Graffitport City, war das glaube ich, der Namensbewerter, bin, dort den Namen eben ändern. Pokémon Ranger kann ich nicht sagen, nie gespielt. Also wie gesagt, ich bin eigentlich schon ein großer Fan von Pokémon Ranger. Ich mag die Mystery Dungeon Reihe schon lieber als die Ranger Reihe, muss ich sagen. Zumindest was die Story angeht.
Und ja, eigentlich allgemein. Meistens finde ich die Mystery Dungeon Teile schon etwas besser. Aber prinzipiell habe ich nichts gegen Ranger. Auch wenn, ja, es nicht perfekt ist, sagen wir es mal so. Es gibt auch da ein paar Sachen, die schon ein kleines bisschen nervig waren. Beispielsweise die Bösewicht-Teams oder so fand ich jetzt nicht so berauschend immer. Aber ja, Teil 3 beispielsweise mag ich sehr. Teil 2 eigentlich auch, auch wenn die Nachtschatten da schon ein bisschen für den Arsch war. Was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Schau dir mein Avatar an, ich glaube, dann weißt du es. Knack, knack, vor der Wind.